Hi Leute, was geht, Naruto Element hier und heute mit einem Tipps und Tricks Video zu den Maps auf Drone oder Drohne oder Drun oder ja, und ich zeige euch mal die Tipps auf der Map. Wir starten mal rein und ja, ich will euch einfach in die, ich habe jetzt eine Serie, ich werde eine Playlist dann noch erstellen zu der Serie und könnt ihr einfach dann in die Playlist schauen und einfach mal alle Tipps und Tricks zu den Maps und ich mache einfach die Maps nach der Reihe. Die meisten, meine Abonnenten kennen es eh schon, die meisten, außer die neueren halt. Und ich habe da so eine Klasse gemacht, die ist ziemlich Dreck zum Spielen normal, aber fürs Herzeigen ist jetzt nicht so schlecht. So, gehen wir mal da. So, bei A, also bei Punkt A, gibt es eigentlich, man kann sich unter das Auto legen und so durchschauen. Das bringt vielleicht in manchen Situationen was. Und zum Erobern jetzt da so herlegen und man kann da ziemlich schön so schauen und wenn einer kommt, abschießen. Oder man kann sich kurz aufsetzen und so entlang schauen, hinlegen wieder. Ja, dann haben wir mal A. Man kann sich auch so hinlegen und da durchschauen, so entlang. Und man sieht halt so dann her. Zum Verteidigen nicht schlecht. Für die andere Seite kann man sich eigentlich daher setzen. Aber ist ziemlich dumm, weil man von hinten killt werden kann. Da oben ist einfach nur der Eingang rein. Aber man kann da drüber gehen. Das wissen ein paar vielleicht nicht, aber ein paar schon. Und zum Verteidigen von B und den ganzen Bereich in der Mitte stellen sich viele daher oder so, aber da geht ziemlich viel durch. Oder zum Beispiel da, man kann sehr leicht abgeschossen werden und wird enorm schnell gesehen. Besser ist, wenn man sich da hinten drauf stellt, auf den Flügel da, und einfach so entlang schaut. Man sieht mich ziemlich gut da und man glaubt, manche sehen dich da nicht, man kann ausweichen und wenn sie dich sehen und kann man runterhüpfen und die meisten glauben dann, dass dein Kopf und schießen weiter drauf und du kannst das einfach von da dann killen. Oder einfach oben bleiben und versuchen zum Killen. Meistens hat man da eher einen großen Vorteil, weil man halt durch die Rotorenblätter und so schlecht gesehen wird. Und dahinter ist halt der Baum, der ist auch dunkel. Deswegen wird man schlecht gesehen. Zum Raufkommen da, man kann da so rauf. Das wissen manche nicht. Aber die meisten schon. Da oben stehen sehr viele Leute und gehen da entlang. Es ist ziemlich dumm, weil jeder fast dich sieht von innen und von außen da. Zum Erobern von B. Wenn die Gegner von der Seite kommen, so herlegen oder da so hersetzen oder wenn es von der Seite kommen und das Auto so legen und durchschießen, wenn es zerstört ist, sieht man auch ein bisschen da durch, dann aber man kann auch so entlang legen. Gehen wir wieder rauf und ich zeige euch von innen, was das so drinnen gibt. Auf der Seite kann man sich eigentlich, wenn man da drüben kämpft jetzt mit Leuten, eigentlich nur da hersetzen, aber gehen wir mal rüber, da gibt es was Besseres. Denn da, warte mal kurz, so jetzt sind wir da. Kann man sich daher setzen, aber ist noch immer nicht so gut. Man kann sich daher setzen. Sieht man genau durch und hat genauso ein gutes Sichtfeld fast wie da drüben. Man ist einfach besser gesichert, der Computer haltet ein bisschen was ab und die Einheit oder der Roboter-Ding, Crow, na, fällt mir gar nicht der Name ein, ist egal. Ah ja, was wollten wir dann? Da runter wollten wir, ich zeig's euch gleich von da. So, da. Ah, da geht's ran, so. Da halt entlang, wenn man jetzt da drüben kämpfen will, kann man sich daher setzen und durchschießen oder Deckung nehmen an denen so raufschießen oder an denen so pff. So, warte kurz, gehen wir darauf, so schießen. Ja, aber man kann halt dadurch so, die drehen sich, muss man aufpassen. Da jetzt her, da kann man auch nur so schießen. Dann gehen wir mal, wenn man jetzt da, kann man raufgehen, so als Info, vielleicht kennt es keiner. Einer. So. Meisten rennen dann in die Mitte, ich renne meistens hinter den Container. Geh daher, setz mich her und wenn die Gegner von da hinten kommen, schieße ich einfach so entlang. Weil man kann sehr schlecht gesehen werden und wenn die Gegner von da hinten kommen, glauben es meistens, die kommen. Also wir kommen von da vorne, glauben es dann, aber wenn du da sitzt, ist das schon gut. Da muss man aufpassen, da campen sehr viele Leute. Und meistens Leute liegen da drinnen, wenn Skillstreaks einsetzen, gesteuerte, ferngesteuerte. Zum Erobern von C gibt es eigentlich nichts Besonderes. Kann sich nur so herlegen. Ja. Lassen wir das da mal mit C. Gehen wir mal da. Bringt sich eher mehr, wenn man jetzt von da schießt und nicht von oben. Andere Seite herum halt. Wenn man jetzt da geht, weil ich. Ich decke mich meistens so, indem ich so herumgehe und manchmal runtergehe. Oder so um die Ecke gehe. Nennen viele Leute als Hardscopen, aber ja. Dann da gibt es als Deckung nur mehr das. Und sonst habe ich irgendwas vergessen.
Nein. Ja, dann das war's. Danke fürs Zusehen. Da kann man durchschießen. Cool. Ja, das war's. Danke fürs Zusehen und ja, tschüss. Abonnieren, wenn es euch gefallen hat und sonst halt liken, wenn es euch gefallen hat und so weiter. Wisst schon. Tschüss. Danke fürs Zusehen.